Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum nächsten Kampf. Wir befinden uns jetzt im Halbfinale. Wir sehen heute Deadline gegen Julien, der Gott. Wir befinden uns bei Kämpfen, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr spannend werden. Wir haben auf der linken Seite einen Deadline mit Leben von 650, Schaden 35 bis 40 und Erstschlag von 4. Der kritische beträgt 50%, die DPS sind grandiose 60. Die Ausweichchancen sind 12% und damit ist Deadline wohl der Favorit. Das einzige, was Julien wirklich hat, das ist Leben. Leben hat er, doch Schaden mangelt ihm. Warum? Weil Deadline einen Papagei hat mit 38% Schadensresistenz. Julien hat überhaupt gar kein Tier. Mit dem richtigen Tier würde hier Julien ganz, ganz vorne sein. Doch so wie es jetzt aussieht, wird er leider hinten liegen. Und ich fühle mich gerade verdammt beobachtet, weil die Katze denkt, was für ein Idiot, er redet mit sich selber. Hey, Mr. Flauschig, ich hoffe, dich zu putzen. Wir sind hier gerade mit im Kampf. Guck zu. Also. Ja, guck zu. Also, Julien hat 850 Leben, davon hat er jede Menge Schaden, 22 bis 27. Das liegt daran, dass er eine Stärke von 1 hat, während dessen Deadline eine Stärke von 7 hat. Und der gute Vorteil bei Julien ist, er hat eh bereits auf 10 trainiert. Mit seiner Rüstung hat er somit eh von 14, was ihm 850 Leben beschert. Deadline hat E von 10, auch wenn da irgendwie ein Strich fehlt. Sorry, ich habe vergessen, die Grafik zu aktualisieren. Jedenfalls, Julien, sage ich schon, Deadline hat auch einen E-Wert von 10 und somit 650 Leben. Julien hat 4 E mehr, 4 Ausdauer mehr und deswegen hat er 850 Leben. Der Erstschlag beträgt von Julien 10, weswegen er beginnen wird. Der kritische 40, er liegt unter dem von Deadline. Die DPS gerade mal 35, ziehen wir jetzt hier nochmal 38% ab. Ja, dann wird es ziemlich schade für den Julien. Denn laut meinen Dokumenten macht er im Zweifelsfalle 24 Schaden, das wird Deadline nicht jucken. Wenn wir uns Deadline angucken mit einer maximalen kritischen von 128, das ist der maximal mögliche kritische. Wenn er das 5-mal hinkriegt, ist vorbei. Nein, ich muss das nur ein paar Mal hinkriegen. Gut, ich würde sagen, Schluss mit den Spekulationen. Wir starten einfach mal ins Match und gucken, wie das Ganze ausgeht. Wir beginnen mit dem Erstschlag von Julien. Julien, 19 Schaden. Das ist sehr, sehr wenig und das wird den Deadline über eine große Zeit lang nicht jucken. Das Gute ist, Julien hat jetzt ausgewichen. Mit seiner Ausweichchance von 14% kann er durchaus ab und zu mal ausweichen. Aber da verlässt ihn sein Glück schon nach der zweiten Attacke mit 128 Damage, wie ich es gesagt habe. Der maximale kritische, den hat er rausgehauen. Wie oft wird er das noch schaffen, der Deadline? Wir werden das noch sehen. Da sehen wir schon, fast haben beide jetzt schon gleich viel Leben. Wir sind gerade mal in der vierten Runde und das Leben hat sich gewandelt. Julien hat knapp 100 weniger als Deadline. Und das nach der vierten Runde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr seht schon, der Schaden, den Julien aushaut, das ist wirklich nichts. Der Papagei von Deadline, der blockiert wirklich alles. Ich kann euch jetzt hier schon mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, das wird nichts für Julien. Julien, du wirst ab sofort von der Bank aus zugucken, wie Deadline versucht, im Finale den Ehrengenisten oder den Baxi fertig zu machen. Wer das sein wird, das erfahren wir natürlich. Oder wie das ausgehen wird, erfahren wir natürlich nächste Woche mit dem Finale. Wir befinden uns jetzt immer noch im Halbfinale und wir sehen, Julien hat nur noch 116 Leben. Da wird er wahrscheinlich nicht lang halten. Er hat es bei Deadline gerade mal auf 442 Leben geschafft. Das ist nicht mal die Hälfte, Julien. Nicht mal die Hälfte. Da hättest du mehr schaffen können. Wir gucken uns das ganze Resultat mal ernüchternd an und wir sehen, Deadline, du hast jede Menge kritische gelandet. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 kritische gelandet von insgesamt 9 Hits. Das ist eine 60%ige Wahrscheinlichkeit auf ein Crit. Dabei hast du gerade mal 50. Was ist denn da los? Das Glück ist los. Das Glück. Die prozentige Wahrscheinlichkeit ist natürlich nur eine Glücksvariante. Und da hat Deadline verdammt viel Glück gehabt. Währenddessen Julien verdammt wenig Glück gehabt hat.
denn Deadline konnte sogar noch ausweichen und es ist Julian nur gelungen, zwei kritische zu machen. Das heißt, ihr seht schon, kritische sind explizit wichtig hier in diesem Spiel. Die Ausweichchance wird erst wichtig, umso länger ein Kampf dauert, umso wichtiger wird die Ausweichchance, denn nach 10 Runden weichst du vielleicht ein-, zweimal aus, nach 20 Runden sind es schon 6-mal, nach 100 Runden sind es 60-mal, die du ausweichen kannst und somit ist es auf jeden Fall klar, kurze Runde, einmal ausweichen. Deadline hat gewonnen. Wir gucken uns damit die Tabelle an. Wir sehen, Deadline, du schreitest voran ins Halbfinale. Damit, beziehungsweise ins Finale. Damit sind die Modrechte schon mal gesichert. Und mit Modrechte sind gemeint Modrechte im Discord und Modrechte im Live-Chat. Wenn du natürlich Scheiße baust, dann verlierst du diese schneller, als du gucken kannst. Das heißt, immer schön lieb und brav sein. Wir sehen uns dann in Kürze um 21 Uhr, würde ich sagen, zum nächsten Halbfinalkampf von Baxi vs. Ehrengenist. Ich habe den extra so spät angesiedelt, denn das ist ein verdammt spannender Kampf. Den müsst ihr euch angucken, Freunde. Den müsst ihr euch angucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.